Ich habe wieder eine Kleinigkeit programmiert, wenn neulich eine Anfrage war. Und zwar, ich habe hier so, naja, Fassadenschwerter, das heißt, die werden einfach in gleichen Abstand so Profile verstellt. Die kann sie gemeinsam verstellen. Sie werden einfach aufgeteilt, aber ich kann auch das hier machen. Das heißt, man kann die Sachen hier so verstellen. So, wie funktioniert das? Einfach. Ich habe hier einfach unten ein Profil gezeichnet und das dann als GDL abgespeichert. Dann habe ich das überflüssige Zeug rausgeschmissen. Ich habe oben einfach eine Wiederholung reingegeben. Das heißt, für so oft ich es halt haben will, soll er dann runtergehen zum Flügel und den Flügel einsetzen mit Winkeländerungen. Die Winkeländerungen werden hier berechnet. Keine große Sache. Im 2D-Skript einfach zwei Hotspots, damit er nicht zu viel macht. Dann eben die beiden Anfasser, um den Winkel zu ändern. Und dann wird das in 2D wieder projiziert. Das heißt, wenn ich hier so irgendwas verstelle, Steuerung 3, bekommt man das. Hier in 3D habe ich es jetzt nicht gemacht, noch einfach, ist nur ein Test. Gut, ich wünsche euch was.